das war's dann. Oh, Freunde, Freunde, Freunde. Eine Dreiviertelstunde habe ich jetzt daran, mir das Hirn zermartert an diesem scheiß Drecksvieh. Meine Fresse. Auch weiterhin viel Spaß bei uns im Gold Saucer. Ja, ja, ja. Eine Dreiviertelstunde mit dem Mist. Hier kann man seine hart erkämpften Goldpunkte in muskulöse Preise umtauschen. Wo sind meine Goldpunkte unten links? Genau. Aber Materialismus kriege ich wahrscheinlich sowieso nicht hin. Wäre stark, wenn du bald wieder hier vorbei wärst. Das kriege ich, glaube ich, nur durch den Schuppen. Moment. Oh, hey Red. Fühlst du dich wieder besser? Was machst du hier eigentlich? Mich verstecken. Da waren ein paar Kinder, die mich für ein Maskottchen gehalten haben. Sehr lästig. Damit musst du leider rechnen. Aber endlich kann das Date weitergehen mit Eris. Ich habe jetzt echt 2 Stunden locker damit zugebracht, diese Sachen zu erledigen. Jetzt muss ich gerade noch ganz kurz noch gucken. Geht gerade nicht. Okay. Also letzten Endes habe ich es geschafft, nochmal auf Nummer sicher zu gehen, mit Cloud jetzt Phoenix zu beschwören und falls er sterben sollte, entsprechend reagieren. Gerade am Überlegen. Bringt mir gerade eh nichts. Der Speed Square ist, glaube ich, der nächste, oder? Ich muss mir unbedingt alles ansehen. Steigen Sie auf dem Geist. Ja, warte mal, muss ich mal gucken. So, ich muss zum Skywheel Square, Wonderman Square und Event Square. Syria? Ja? Effizientes Blocken. So, wo sind wir denn? Das ist das Wonderman Square und Event Square. Das machen wir ganz zum Schluss. Ich lass mich mal vom Mokri-Guide rumführen. Dieser Mokri-Guide ist so krank. Baby, nee, nee, nee. Willkommen auf dem Wonderman Square. Hey, Katze. Das ist Ihr erstes Mal, nicht wahr? Viel Spaß! Schaut, schaut. Hier wird gleich ein 3D-Bild entstehen. Hey! Na, schon genügend Goldpunkte zusammen? Wir werden es sehen. Tolle Sachen. Figuren. Ah, Reds Waffenpunkte. Goldsource und Maskottchen, ich mach das mal hier. Schau gerne wieder vorbei, wenn du genügend Gold. Punkte hast. Punkte hast. Na, kann ich Motorrad fahren? Welche lege ich jetzt am besten? Die vielleicht? Oh nein, sag es nicht, ich muss gegen alle Gegner spielen. Guck mal, da vorne. Ein Motorradrennspiel. Eine Runde gefällig? Aber natürlich. Ah, sowas ist doch für Kinder. Dann also nicht. Doch. Mal gucken, wie nah es an die Wirklichkeit kommt.
Ist aber schön, da können wir gleich mit drei Sachen, glaube ich, die Punkte kriegen, oder? Queens of Blood? Sind Sie zufrieden mit Ihrem Deck? Dann kann das Spiel ja losgehen. Goldhauser, kannst du dich neuen Herausforderungen stellen? Unterstützerpartie. Halte Zusatzkarten, Spezialwaffe auf den ganz besonderen Spielplatz. Survival-Auswahl stelle ich aufeinanderfolgenden Partien. Ja. Ich krieg Goldpunkte. Die Ratte kommt weg, das kommt weg, das kommt weg. Läuft gut. Words zur Hölle, Kokatorios. Rang des Feldes, dem sie abgelegt wurde, um 2 an. Okay. Dann habe ich aber die Karte bei mir drin. Die alle gekriegt? Was ist das für ein Quatsch? So, du kannst da schon mal nichts mehr hinsetzen. Das ist jetzt doof. Ich hasse das Ding mit Drecksvieh. Nochmal neu starten. Das ist wirklich gerade merkwürdig. Warum kriege ich den Kokatori? Warum? Fangen wir halt doch mal mit dem einen erstmal. Da kann er nichts mehr setzen, er kann nur noch unten. Er darf nur noch unten rechts. So, der Rest ist meiner. Das gibt ordentlich Punkte, danke. 30 Punkte, ey, so viel habe ich ja noch nie gehabt. Der Mithril-Golem. Hervorragende Hilfe mit dieser Blatt zu Beginn der Partie. Hatte Kaktrine zugefügt. Ja. Gibt auf jeden Fall interessante Karten. Die.
So, wie komme ich denn da weiter? Ah ja. Ach, du bist so eine Drecksau. Kann ich schon wieder da vorne beginnen. Sieh mal. Kriege ich ja dann nicht hin, Mist. Hab ich gerade vertan. Mist. Muss nach rechts. Da oben. Ah, er liegt's doch da oben. So eine dumme Drecksau. So, wenn ich hier unten hinlege, kann er ja nicht weitermachen. Genau. Da, dann lege ich den Wurz da unten rechts hin. Bitte leg oben rechts hin. Ist das so eine Drecksau? Ich muss eigentlich schnell irgendwie eine Reihe zukriegen. Und da geht's schon los. So, das passt. Jetzt ist die Frage, wenn ich hier
10, dann 14. Er darf nicht hin. Na wenn, dann genau so. Passt auf. Gegen 4. Er gewinnt trotzdem mit dem da. Zwölf gegen 12. Warum muss die Bioratte immer so kacke sein? Ich hasse es. So, letzter Versuch, dann machen wir danach erstmal das Motorrad drin. Den hätte ich halt noch brauchen können, den Donnerwurz. Sehr schön. Den kriegt er schon mal nicht mehr. Aha. Schieber wäre jetzt nicht schlecht. Wir können keinen ersetzen. Ich habe gewonnen. So soll sein. Ordentlich Punkte. Die Karte zum ersten Mal verstärkt wird, reduziert sich die Stärke von verbündeten und gegnerischen Karten auf diesen Effekt betroffenen Feldern. Uiuiui. Dankeschön, aber nee, danke, brauche ich nicht. Stufe 3. Uiuiui. Was soll das? Das ist ja verkehrt rum. Echt schwieriges Unterfangen. Links stehen aber meine Punkte und nicht rechts. Scheiße, Melken, ey.
Willst du das gewinnen? Du brauchst ja wirklich mehr, was nach vorne geht. Ich versuch's mal mit dem. Mit einem ganz einfachen Deck. Du kommst weg. Du kommst weg. So, oben kann er schon mal nicht mehr hinsetzen. Da bin ich schon mal safe. Doch. So. Unten geht erstmal nicht. Unentschieden, das ist schon mal gut. Und gewonnen insgesamt, sehr schön. Ui. Beim 0815 deckt auch noch jemand. Okay, kriege ich erst später. Ich habe Blut der Könige noch nie gespielt. Ist ja nicht. So. Mit wem kann ich denn jetzt hier quatschen? Barret? Nein, sehe ich gerade nicht. Kurz mal zwischenspeichern. Beunigen, bremsen, greifen, blocken. Ich guck mal. 200 Goldpunkte kann ich kriegen, okay. Also mit dem höchsten Rang. Ja, die anderen dazwischen sind natürlich auch wichtig. Natürlich ist der doch geboren.
Ja. 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 Aha. Das war's. Ja. 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 Wow, tolle Punktzahl. Da steckt wohl ein Kiss im Mann. Na, natürlich. Hör mal, wir können hier einsammeln, eintauschen. Na, wir gucken mal, was wir hier machen können. Links oder rechts? Unmöglich. Brauche ich wieder ein Tutorial dafür oder was? Ich bin bereit! Ah, jetzt so. Was ist hier? Angst? Ich bin bereit! Na los, komm! Ja. Echt, ey. Ich bin bereit! Ja. Was ist? Angst? Ich bin bereit! Verstehe langsam, wie das Spiel funktioniert, okay. Na los, komm! Jetzt ist Schluss! Okay. Doppelmogri, na klar. Was, das kann ich noch gerade einsetzen? Okay.
Ah, ich hasse es. Ja. Bereit für den Tod? Ja, wenn man... Oh, nicht, doch nicht schon wieder gegen Dio. Hehe. So. Tja. Nur zu. Okay. Jetzt weiß ich aber, ob ich ihn verloren hatte. Wenn er ausholt, blockt nach hinten. Wie nachlässig. Know the moves. Tja! Mist. Tja! Nur zu! Schauen meine Muskeln in Aktion! Okay, alles ausweichen. Wie nachlässig. Schwierig. Das war wieder... Okay. Na los! Tja! Nur zu! Tja! Oh, yeah!
Nein, falscher Arm. Ach, oben. Einmal Dio Spezial. Mann. Unmöglich. Der ist gar nicht mal so schwer. Tja. Ja, persönlich. Geht doch. Oh nein! Sehr schön. Achso, für die Revanche kriegst du dann sogar noch mal was. Macht aber gerade für mich gar keinen Sinn. Ich will die Punkte einlösen. Hier, Yuffie. Oh, Cloud. Ich dachte, du wolltest dich ausruhen. Konntest den Verlockungen des Gold Saucers wohl doch nicht widerstehen, was? Du bist allein? Ja, es gab so viel zu sehen, da habe ich die anderen aus den Augen verloren. Dann schließ dich uns doch an. Und euer Date stören? Nee, so dreist bin nicht mal ich. Okay, dann halt nicht. Hier können die gesammelten Goldpunkte eingetauscht werden. Schau gerne wieder vorbei, wenn du genügend Goldpunkte hast. So, wie komme ich denn auch an die nächsten Goldpunkte? Lass uns als nächstes. Sind Sie zufrieden mit Ihrem Deck? Du Dritter muss ich halt sein. Okay. Eure Taktiken verinnerlicht. Werft einen letzten Blick darauf. Ich muss mir die Idealen. So. Ich überleg grad, was war denn der erste Teil, wo ich Goldpunkte abstauben konnte? Stärken, bevor Blut der Königin gezockt wird. Als nächstes gehen wir aber zum Wonderman. Wo gehen wir als erstes hin? Als nächstes dahin! Das ich lass mich mal vom Mokri-Guide rumführen. Ich mag den Ghost. Hier muss man alles systematisch abklappern, sonst reicht die... Willkommen in der grünen Oase. Hier haben Sie die Wahl, welchen Bereich... War ich hier nicht aber schon mal? Dichte zumindest. Ich habe ihn zu Ihren Heizungen. Mein ehrenwerter Kunde, haben Sie schon eifrig Goldpunkte sammeln können? Das beliebte Loveless. Suchen Sie sich gerne aus unserem Programm Ihr Lieblingsstück heraus.
Es wäre mir eine Ehre, ihre Goldpunkte schon bald wieder in die Hand zu nehmen. Ich würde mal kurz zwischenspeichern, nur um sicher zu gehen, dass ja nicht irgendwas getriggert wird, was ich nicht möchte. Und lassen Sie sich vom zauberhaften Spiel des Orchesters und himmlischen Gesang der Darsteller in Die ist aber hübsch. Kennst du sie? Nö, eigentlich nicht. Allerdings. Was? Echt? Sie hat mit Avalanche gekämpft, als die Platte eingestürzt ist. Ist Jessie? Und Schauspielerin war sie auch. Ja. Sie war eine gute Freundin. Auch wenn ich's nicht verdient hatte. Nur eine Freundin? Bist du dir da sicher? Obwohl... Du hättest es bestimmt nicht mitgekriegt. Sie hat mit mir geflirtet. Aber nur so zum Spaß. Das merkt man doch. Und da bist du dir wirklich sicher? Was meinst du damit? Oh, Cloud. Du hast noch viel zu lernen. Oh ja. Nicht? Ich glaube nicht, dass sie tot ist. Wollen wir los? Ja. Wohin wollen wir nun? Zu den Chocobo-Rennen? Ach, schon wieder? Schon zu Ende? Ach, schade. Wir haben immer noch das Riesenrad. Auf dieser Bühne hat sie also gestanden. Wahrscheinlich. Hätte ich gern gesehen. Werte Besucher des Gold Saucers, vielen Dank für Ihre Geduld. Der Skywheel Square ist ab sofort wieder für den Publikumsverkehr geöffnet. Achso, der war sowieso zu. Nehmen Sie Platz in einer der Gondeln des Riesenrads und begeben Sie sich auf eine fantastische Reise in luftiger Höhe. Na dann, Freunde, würde ich mal sagen, machen wir das alles im nächsten Mal. Beim nächsten Mal, das auf jeden Fall. In der VIP-Lounge. Jetzt überlege ich gerade. Weil... auch auf dieser Bühne. Anja? Na, wen haben wir denn da? So trifft man sich wieder. Ein heißes Tänzchen, das du dir da mit Direktor Dio geliefert hast. Richtig herzerwärmend. Du scheinst für das Rampenlicht geboren zu sein und es sichtlich zu genießen. Was machst du hier? Ich wirke an der Produktion eines gewissen Bühnenstücks mit. Ha! Meine choreografischen Fähigkeiten sind gefragt. Was meinst du? Willst du nicht? Kein Interesse. Selbst das Rampenlicht vermag dein Herz nicht zu wärmen, hm? Nö, brauchen wir nicht. Ich bedauere, aber der Vorverkauf für die heutige Veranstaltung. Werte Besucher des Event Squares, es ist soweit. Freuen Sie sich nur noch. Meine Hände sind ganz rot geworden. Aha, irgendein Teil ganz am Anfang hatten wir doch. Wo ich noch keine Goldpunkte hatte beim Chocobo-Rennen oben, oder? Willkommen in der grünen Oase. Sind Sie bereit für unendlich viel Spaß im goldenen Paradies? Hinter dem schillernden Eingang erwarten Sie viele verschiedene Areale. Eine aufregende als das andere. Coco? Genau. Haben Sie Goldpunkte? Ja. Sehr schön. Was soll das denn, du Lame? Nimm die innere Bahn. Die innere. Heißblütigen Rennen in Massen mit zu fiebern und auf ihren Blutdruck zu achten. Wählen Sie einfach ein Ziel.
So, nach der Chocobo war ich doch beim Speed Square. Ne, da war ich, okay, genau, da hatte ich geholt. Im Event Square war ich, da war ich. Beim Ghost Square könnten wir auch nochmal gucken. Da gab es auch noch ein, zwei Goldpunkte, die ich eintauschen konnte, oder? Es war mir ein Vergnügen, Kupo! Ich wurde vor kurzem von einem Zombie gebissen. Wenn Sie Punkte umtauschen wollen, bevor ich mich verwandle, dann sollten wir uns beeilen. Ja, mir fehlen jetzt noch 70 Punkte. Das wäre nochmal ein Kampf gegen Dio. Habe ich aber nicht. Von daher sage ich erstmal, Freunde, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Und bis dahin. Dann geht's zum Skyway Square. Vielleicht mache ich dann doch nochmal kurz bei Dio einen Abstecher, damit ich genau noch diese eine Karte bekomme. Von daher sage ich wie immer, ciao, ciao. Schaltet wieder ein. Lasst einen Daumen runter und bis dahin.